It's more Marble Islands. Nochmals? Nochmals mich gratulieren. Ohne Glückwunsch, herzlich gratulieren. Frau Löbner, wir haben eine wunderbare Aufgabe gerade erledigt. Wir haben an besonders erfolgreiche Schülerinnen und Schüler den Hauptschulpreis der Stadt Erding überreichen dürfen. Wie schätzen Sie denn den Preis und die Wirkung des Preises? Ich schätze die Wirkung des Preises sehr hoch ein. Also ich denke, es ist für unsere Schüler eine unheimliche Wertschätzung für die geleistete Arbeit in den 9. Klassen im Regelbereich und auch für die sehr, sehr guten Leistungen, die dieses Jahr im M-Zug an der Tagesordnung waren. Und ich freue mich darüber, dass die Stadt Erding diesen Preis vergibt. Ja, da freut sich natürlich auch die Hauptschule in Alten Erding Süd. Und Herr Lipusek, glauben Sie, dass dieser Preis auch diese Wirkung hat, die der Stadtrat ja auch betont hat, nämlich dass es eine Vorbildfunktion hat, dass es andere animiert, zum Beispiel im Sozialbereich sich einzubringen? Ich denke, dass dieser Preis eine sehr große Vorbildwirkung hat. Auf der einen Seite natürlich, dass man Anreiz hat, dass man sehr gute Leistungen bringen kann und das auch belohnt wird und auch in der Öffentlichkeit so gesehen wird. Was mir aber viel wichtiger ist, dass dieses ehrenamtliche Engagement gewürdigt wird. Weil wir haben ja dieses Jahr das Jahr des Ehrenamtes und von daher passt es natürlich genau in dieses Jahr hin. Genau. Und das machen wir nicht nur dieses Jahr, sondern jedes Jahr wieder.